Aktuell ist endlich eine Idee geworden von Philipp und von mir, wo wir einfach gesagt haben, okay, um was geht es? Es geht ums Laufen, aber nicht gleich ums reine Laufen, sondern einfach, es ist noch gesagt, das Laufen gegen das Vergessen, sprich einfach die Grenze, wie sie war vor dem Ersten Weltkrieg, also Annexion Südtirol, was heuer 100 Jahre ist, und sie einfach näher mal in Erinnerung zu bringen und einfach zu sagen, okay, Achtung, die Geschichte mitzuerzählen, einfach geschichtlich zu erzählen, anhand von Laufen. Das ist das Thema beim Alpfront Trail. Ein internationales Team mit Topläufern aus Deutschland, Österreich, Italien und Südtirol soll die 850 Kilometer lange Strecke mit 55.000 Höhenmetern von Grado bis zum Stilzerjoch zurücklegen. Der Herausforderung stellt sich Ex-Biathletin Laura Dahlmeier genauso wie die bekannten Südtiroler Athleten Hannes Bergmann und Daniel Jung. Als die Initiatoren an mich herangetreten sind, war ich umgehend eigentlich sehr begeistert von der Idee. In unserer Region, die Reizinnenregion, war ja mit Schauplatz vom Ersten Weltkrieg. Wir waren direkt auf der Frontlinie und die sozusagen die heutigen Hotspots, touristischen Hotspots, sind eigentlich damals Kriegsschauplätze gewesen. Und deswegen habe ich es auch ein bisschen in unserer Verantwortung gesehen, aktiv bei dem Projekt mitzuarbeiten, es zu unterstützen. Und einfach, dass wir die Geschichte nicht vergessen und uns darauf besinnen, warum sind wir die, was wir heutzutage sind. Und das Thema in einer besonderen Art und Weise aufzugreifen, mit einem sportlichen Hintergrund, Geschichte nicht vergessen, das alles fotografisch und filmisch festzuhalten. Wir sagen zum Beispiel Glöckelpass, fahren wir 2 Stunden mit dem Auto, bis wir 6 Stunden sein. Ja. In einem Büro in Toblach laufen eine Woche vor dem Start des Alpfront Trail die letzten Vorbereitungen. Ideengeber und Fotograf Harald Wiesthaler, Streckenchef Freddy Meyer und Gabriel Fauster vom Tourismusverein Innichen feilen an den letzten Details für den historischen Grenzlauf, der 8 Etappen umfassen wird. Wir starten unten in Grado, wir fahren das erste Stückchen mit dem Schiffel auf der alten Grenze um, zum Grenzfluss. Dann laufen wir zuerst einmal über die Ebene da oben Richtung Aquileia, durch die Friaul-Umma bis Kormons, das sind also altösterreichische Stadtland. Dann geht es in die Berge, zu der slowenischen Grenze, das Gebiet von der Isonzo-Schlacht, da wo sich eigentlich mehr oder weniger Teil vom Ersten Weltkrieg entschieden hat. Dann laufen wir da, oder sie laufen, über die Grenze Aua bis Ponteba. Bei Ponteba kommen wir noch zum Karnischen Kammauer, über den ganzen Karnischen Kammauer bis Sechsten. Von Sechsten laufen sie noch über die 13 um auf Cortina. Von Cortina geht es nach Augen über Falzarego Pass, Passo Si, Faraba, zu der Marmolata. Die Marmolata haben wir zuerst gewählt, eigentlich mitnehmen irgendwie, aber jetzt mit dem Wetter umrunden wir die Marmolata. Und kommen achten in die Flaimstola Dolomiten. Von der Sem geht es um San Martino und noch in den Nationalpark von den südlichen Dolomiten Richtung Feltre. Dann kommen wir achten auf die südlichste Grenze Richtung Arcier und von Sem aufs Hochplateau von Asiago Augen. Das war eben noch das Gebiet, wo eigentlich die ersten Schüsse im Ersten Weltkrieg von den Italienern aus geschossen worden sind. Und von Sem aus um auf Rovereto zum Gardasee. Und von Gardasee geht es noch wieder nördlich, Augen Richtung Adamello und zum Stilzerjoch. Detailverliebt tüfteln Gabriel Fauster und Harald Wiesthaler in einer Werkstatt in Innichen am Staffelstab, den die Läufer in wenigen Tagen von Grado bis zum Stilzerjoch tragen soll. Ja, genau. Wir sind oben Richtung CD 13 gegangen, über Sinnerfeld, sozusagen in Gipsgraben, einer von den Schauplätzen damals. Und da haben wir einfach gewusst, dass es ein paar Kavernen noch gibt, dass es einfach Frontlinie war. Und haben uns unter Schnee versteckt, auf die Suche eben gemacht nach Stacheldraht und nach altem Holz. Also das Holz haben wir wirklich oben von den Kavernen aus, aber man sieht, dass das menschlich bearbeitet worden ist.
möglichst gut in der Hand liegen, weil wir einen Staffelstab draus machen sollen, einen symbolischen, wo eben die Komponenten Platz haben sollen, Stacheldraht, getrennter Stacheldraht, um auch darauf hinzuweisen, dass jetzt die Grenzen die offen sein und dass die Zeit Vergangenheit ist. Die Vorfreude auf das Abenteuer Alpfront Trail ist groß. Das spürt man auch in Grado, wo der Grenzlauf wenige Tage später losgeht. Hier an der Adria treffen wir auch Philipp Reiter aus Bad Reichenhall, der gemeinsam mit Harald Wiesthaler die Idee zum Lauf entlang der ehemaligen Grenze zwischen Italien und der Habsburger Monarchie hatte. Immer richtig viel Vorbereitung, also auch wenn wir gut geplant haben, am Schluss wird es immer viel. Und jetzt stehen wir hier am Meer in Grado und jetzt geht es gleich aufs Schiff. Damals sind die auch mit dem Schiff angelandet. Und jetzt mal ein bisschen nachstellen. Also ich bin voll aufgeregt, dass alles klappt und jetzt sind wenigstens alle versorgt. Jeder hat heute Nacht seinen Schlafplatz gehabt und das ist schon mal gut und es scheint die Sonne, also perfekt. Während der Bootsfahrt können sich Laura Dahlmeier und Co. noch schonen. Über den Fluss Ausa geht es zur Marina di Salmastro, wo die Herausforderung ihren Anfang nimmt. Ein paar hundert Meter laufen alle Teilnehmer gemeinsam, dann setzen Hannes Bergmann und Jakob Herrmann den Weg alleine fort. Während sich die Zweierteams über Aquileia und Palmanova in Richtung slowenische Grenze vorarbeiten, hat der Rest des Teams Zeit, an historischen Orten Zeuge des Ersten Weltkriegs zu werden. Es ist ein sehr bewegender Moment. Wir befinden uns in Re di Puglia im Friaul, wo über 100.000 Soldaten, sei es italienische, sei es des Habsburgerreichs, ihre letzte Ruhestätte haben. Vor 100 Jahren haben in dieser Gegend unglaubliche Schlachten stattgefunden, ein Krieg, der absolut zu vermeiden gewesen wäre. Ein Konflikt, der auf dem Rücken von Leuten ausgetragen wurde, die eigentlich gar nicht kämpfen wollten und die hier trotz unterschiedlicher Kulturen in Frieden miteinander gelebt haben. Und plötzlich mussten sie gegeneinander kämpfen. In pace con gli altri popoli e improvvisamente sono trovati a combattere fra di loro. Wenn wir gerade hier in dieser Gegend sind, da Triest, Gorizia, Grado und zurückschaut 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, dann gibt es Familien, dann gibt es Großeltern, die vielleicht in ihrem Leben 5 Pässe hatten, ohne dass sie jemals ihr Dorf verlassen haben. Sie hatten zuerst den Pass der österreich-ungarischen Monarchie, dann des faschistischen Italiens, dann Hitler-Deutschland oder eben sie waren Bürger des jugoslawischen Staates, des SAS-Staates, des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen und dann nach 1945 eben italienische Staatsbürger oder jugoslawische Staatsbürger. Was ich damit sagen möchte, das ist eine Familie, das sind unsere Vorfahren, die Spielball der Weltmächte geworden sind, die eben ohne ihre Dörfer zu verlassen verschiedene Staatsbürgerschaften hatten, 2 Weltkriege durchleben mussten. Und das europäische Projekt nach 1945 ist genau die Antwort darauf, nie mehr Krieg in Europa zu haben und eben die Grenzen weniger wichtig zu machen, als sie früher waren. Erhalten sind in dieser Gegend auch die Schützengräben am Freilichtmuseum Kolovrat, wo im Ersten Weltkrieg die 3. italienische Verteidigungslinie verlief. Für die Alpfront-Trail-Teilnehmer wieder eine Möglichkeit, sich mit dem Thema zu konfrontieren. Bei strömendem Regen setzen am zweiten Tag Laura Dahlmeier, Eva Sperger und Martina Balmasoy den Grenzlauf ab den frühen Morgenstunden fort. Das
zweite Teilstück nach Donia ist gleichzeitig die Königsetappe des Alpfrundtrails. Perfekt, super. Wir sind jetzt hier bei der Sella Nivea. Die Läufer kommen gleich runter. Tag 2 hat brutal schlecht angefangen. Wir sind um 4:30 losgelaufen und es hat brutal geregnet. Richtig kalt, richtig viel Regen. Und es war jetzt nicht so der Knaller. Zum Glück hat es in der Früh aufgerissen. Wahnsinnig schöner blauer Himmel, also komplett ausgewechselt. Und es steigt natürlich die Begeisterung extrem, wenn die Sonne scheint. Und es ist ein harter Tag mit den meisten Höhenmeter. Wir haben 9000 Höhenmeter, werden wahrscheinlich ein bisschen mehr insgesamt werden. Also eher so Richtung 10.000 und das ist echt ein grober Tag. Die Läufe sind aber alle gut, das sind gute Dinge und es geht voran. Also ich bin begeistert. Bei dieser großen körperlichen Belastung ist gesunde und ausreichend Nahrung sehr wichtig. Wie gut, dass sich mit Jakob Herrmann, ein Sieger des Fernsehformats Die Küchenschlacht, unter den Teilnehmern befindet und er das gesamte Team mit seinen Kochkünsten verwöhnt. Zurück zum Alpfrundtrail, zurück auf die Trailstrecke. Von Pontebba geht es auf der dritten Etappe über den Lanzenpass zum Plökenpass. Auch hier wurde vor mehr als 100 Jahren hart gekämpft. Ich bin ja pensionierter Berufsoffizier und natürlich kommt man da viel in Kontakt mit Kriegsgeschichte und überhaupt mit Krieg. Und hier herum da ist das ein Musterbeispiel für eine Sinnlosigkeit des Krieges. Also ein Krieg hat nie zu einer Lösung von Problemen beigetragen. Also mir ist da kein Beispiel bekannt. Und wenn man bedenkt, hier herum da. Erstens einmal haben sich am Beginn des Krieges hier in den Maitagen von 1915 haben sich ja Freunde getroffen. Ja, ja. Also Italiener und da die Geldoller, die waren da befreundet. Viele Italiener haben in Kötschach-Mauten oder dort gearbeitet und so weiter. Ja, und die stellen sich jetzt als Kriegsgegner da gegenüber. Gell? Und man hat also müssen die Truppen austauschen, dass hier endlich der Krieg in Schwung kommt. Das ist ja fertig Hirn verbrannt. Ja. Dann das nächste, hier die Kämpfe haben keinen Meter Gebietsgewinn gebracht. Worte wie diese bekommen die Sportlerinnen und Sportler im Zuge des Alpfrundtrails immer wieder zu hören. Auch in Sexton, wo die dritte Etappe endet. Die sechste wollte man ursprünglich nach Oberösterreich bringen, das haben sie abgelehnt. So ist es noch am 4. August, hat die Bevölkerung einfach gemäß Sexton verlassen. Und das war gut. Weil 8 Tage später, am 12. August, ist der Hauptort zusammengeschossen worden. Im September 1915 ist Moos zerstört worden. Und die Bevölkerung ist noch erst im Frühjahr 1918 zurückgekommen. Hat sie erlebt, dass nicht allein die Häuser zerstört wurden, vor allem der Winter 1617, wo der strengste Winter überhaupt den die Leute gekannt haben. 37 Grad Kälte, mehr als 20 Meter frisch gefallener Schnee. Das heißt, die heißen die Lavoren, der Schnee wieder am Berg hat der Schnee noch hingedrückt. Und da kommt noch etwas dazu. Wo man zurückgekommen ist, ist nicht allein an der Grenze Schützengraben gewesen, Laufgraben, Überreste von den Granaten, sondern auch in die Häuser, nämlich die österreichischen Soldaten, die an der Front waren, die im Winter kein Holz gehabt haben. Das sind die Heißwind, die ins Getafel ausrüst, die Beiden, die Tieren. Kurzum, viel vertragen, sodass der Pfarrer ins Taufbuch drin geschrieben hat. Ich weiß nicht, wer mehr Schaden gemacht hat. Die Italiener, die das Dorf zusammengeschossen haben, oder die Österreicher, die Heiße geplündert haben. Sportlich gesehen haben die Teilnehmer am Alpfrundtrail bisher gemeinsam rund 327 Kilometer und um die 19.000 Höhenmeter zurückgelegt. Sie sind trotz der Strapazen immer noch bester Dinge. Am Anfang sind wir eigentlich
mit der Dorlach Schiffsfahrt gestartet in Grad, und das war eigentlich für alle recht imposant, und dort ein bisschen die Geschichte zu hören, wie das da so abgelaufen ist an der Grenze, da wirklich was sich nur auf Wasser abgespielt hat. Und denke, wir sind wirklich vom Wasser und jetzt sind wir da mitten hergekommen. Wir haben vom Wetter alles mitgemacht, vom Schnee. Wirklich, wir waren auf der Straße, wir waren im Schnee, wir waren im wilden Gelände. Wir waren in der Hügellandschaft da eher am Anfang, und jetzt sind wir wirklich in den wilden Bergen. Und ich glaube, das ist für jeden jetzt eine tolle Sache. Das Projekt Alpfront Trail tut mich wirklich per se beeindrucken, wie viele super gute Sportler da zusammenkommen. Aus verschiedenen Nationen, verschiedenen Regionen, verschiedenen Sportarten, mit ganz unterschiedlichen Background, unterschiedlichen Alter. Und wie man dann trotzdem als Team gemeinsam da unterwegs ist und versucht, vorwärts zu kommen, was da für ein Team-Spirit wirklich wächst von Tag zu Tag. Man merkt das richtig, das beeindruckt mich sehr. Tag 4 des Grenzlaufs beginnt mit einem landschaftlichen Höhepunkt. Für die Startläufer Laura Dahlmeier, Daniel Jung und Jakob Herrmann geht es bei strahlendem Sonnenschein vorbei an den 13. Heute das wohl meist fotografierte Bergmotiv der Alpen, verlief hier in der Dolomitenregion Dreizinnen vor 100 Jahren die Frontlinie. Gekämpft wurde auch am Lager 2, den die Spitzensportler wenig später erreichen und der von Stollen nur so durchzogen ist. Kaiserjäger Franz, wie er genannt wird, erklärt den Besuchern seit Jahrzehnten, wie sich der Kriegsalltag hier abgespielt hat. Den Trailläufern erzählt der Experte unter anderem, dass allein im Rekordwinter 1916-1917 über 5000 Soldaten den Weißen Tod gestorben und somit unter Lawinen umgekommen sind. Die Teilnehmer am Alpfronttrail haben mittlerweile mehr als die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Am fünften Tag geht es für einige der besten Trailläufer der Welt vom Vallespass bis zum Rifugio Larici in Asiago. Dabei gilt es auch einige knifflige Passagen zu meistern, wie diesen tief verschneiten Grat. Unten im Tal sind die Temperaturen ein wenig angenehmer. Doch das wird sich schon bald ändern. Denn der drittletzte Tag des Grenzlaufs geht bei apokalyptischen Wetterbedingungen über die Bühne. Wer sich fragt, warum, der braucht sich nur die folgenden Bilder anzuschauen. Die Strecke führt auf tief verschneiten Trails bis nach Riva am Gardasee. Unterwegs wird dem Dokumentationszentrum Luzern ein Besuch abgestattet. Auch hier bezeugen Dokumente, Fotos, Ausrüstungsgegenstände und Waffen von der Grausamkeit des Ersten Weltkriegs. Bemerkbar macht sich bei den Spitzensportlern jetzt langsam auch die körperliche Belastung. Ich mache nicht so lange Sachen, deswegen ist schon was Spezielles, sage ich mal, jetzt. Und aber geht eh, so, wir laufen jetzt nicht auf Anschlag, sagen wir mal, ist ja kein Rennen. Deswegen geht's. Und ja, es ist das echt eine coole Sache, eben miteinander auch zu laufen, man hat Zeit zu schauen, einmal, man kriegt sich da mal mit, was da passiert auf dem Berg, so, was passiert ist so, vor 100 Jahren. Und das soll sie sehen, in dem Moment hat sie gespürt. So, wie gestern, wo ich wirklich nicht einmal auf 2000 Meter im Büsch 30 cm Schnee, auch Wind kalt. Aber wir sind vielleicht 10 Minuten noch, und dann kommen wir wieder an. Und ja, das sollte sich denken, was der vor 100 Jahren gemacht haben, ist schon brutal. In Riva steht am vorletzten Tag des Alpfronttrails ein Medientermin im Museo Alto Garda an. Die Festung in der Trentino, Touristenhochburg, diente den Kaiserjägern vor 100 Jahren zu Verteidigungszwecken. Riva selbst wurde im Laufe des Ersten Weltkriegs vollständig zerstört und in die schwarze Zone aufgenommen. La prima guerra mondiale non è un evento che è successo 100 anni fa, punto e basta. Der Erste Weltkrieg ist kein Ereignis, das vor 100 Jahren passiert ist und Schluss,
Es ist der Beginn der Moderne. Wir sind heute so, weil es damals diesen Krieg gegeben hat. Von diesem Krieg kann man sehr viel lernen. Zum Beispiel, dass ein Krieg weitere Konflikte mit sich zieht. So ist der Zweite Weltkrieg eine Folge des Ersten. Kriege sind zu vermeiden, sie sind barbarisch. Das sind Lehren, die wir daraus ziehen können, wenn wir die Geschichte vertieft betrachten. Questo è il grande insegnamento che ci lascia la Grande Guerra, se noi lo guardiamo nella maniera approfondita. Für die Teilnehmer am Alpfront-Trail heißt es hingegen noch ein vorletztes Mal auf die Zähne beißen. Vom Gardasee geht es über den Passo del Ballino, Borgo Lares, Madonna di Campiglio und das Sulztal hinauf auf den Passo Tonale. Natürlich für ihn schon mega schwer gewesen, wenn man hatten kennt, mehr oder weniger auf der Originalstrecke zu laufen, weil ich glaube, landschaftlich haben wir so schon ein bisschen was versäumt. Es war schon wunderschön, aber ich glaube, da jetzt in den letzten Tagen war es sicher noch mal viel schöner gewesen, eigentlich, wenn man hatten kennt, in die Berge oben laufen, so die Brände da mitten. Also wenn man schon das Schleife unten sieht, dann ist man schon sehr beeindruckt. Und die, wenn man sich das vorstellt, man sieht es dann oben und ist oben in die schönen Stellungen rein, eigentlich, wo es wirklich imposante Sachen sein. Das fehlt mir schon ein bisschen und jetzt auch vielleicht der Abschluss schön aufs Zielstrich auf. Aber ich glaube, die Gesundheit geht vor und das ist einfach von den her, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass wir eher einen leichteren und normalen Weg laufen. Obwohl die Strecke abgeändert werden musste und trotz der Strapazen, ist die Begeisterung für das Projekt ungebrochen. Jetzt merkt man schon, dass langsam die Läufer alle müde werden, ein paar Bewegchen treten schon auf. Aber morgen ist der letzte Tag, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir echt eine unglaublich spannende Reise jetzt schon hinter uns und mit ganz vielen Eindrücken, sowohl das Sportliche, Wettertechnische, die ganzen geschichtlichen Dinge. Also es war wirklich unglaublich faszinierend. So schwingt am letzten Tag fast so etwas wie Schwermut mit, als die Startläufer bei Dunkelheit und Minusgraden am Tonale Pass aufbrechen. Darunter auch Nicolas Holzmeier, der den Alpfront-Trail die ganze Zeit begleitet hat. Ja, war eine sehr spannende Woche. Es war eigentlich, wie ich es mir erhofft habe, dass man ganz viele Leute, die sich vorher vielleicht nochmal flüchtig kannten, zusammengeworfen hat. Und die eigentlich jetzt ein Team sind und man hat ja, Teamstrukturen entwickelt. Der eine ist vielleicht ein bisschen mehr der Anführer, der andere kümmert sich ums Essen, der nächste ist der Einkäufer und also jeder hat so ein bisschen seinen Charakter, der sich herausbildet. Im Laufe des Schlusstages steht noch eine sehr einprägsame Begegnung an. Mit seinem Wissen rund um den Ersten Weltkrieg im Gebiet von Bormio begeistert nämlich Ugo de Gasperi, der Vater von Teilnehmer Marco de Gasperi, die Läuferinnen und Läufer. Und es werden auch die ersten Resümees gezogen. Wir sind eine sehr, sehr weite Strecke gelaufen. Die war extrem abwechslungsreich, war wirklich quer durch die kompletten Dolomiten und natürlich auch sehr spannend, was man so am Rand noch entdeckt und was man da alles für Erfahrungen machen darf. Gerade diese Verbindung, dass ich sage, es ist eine sportliche Leistung, es ist aber eine Teamleistung und nur dazu haben wir einfach einen historischen Hintergrund. Wir haben sehr, sehr viel gelernt am Rand, was alles passiert ist damals, was ist genau vor 100 Jahren gewesen, wie ist vielleicht die Soldaten gegangen, wie waren die Grenzen. Was hat sich da alles abgespielt? Und da ein bisschen tiefer einzutauchen, sich einfach die Zeit zu nehmen, war eine unheimlich tolle Erfahrung und die da ich sofort wieder machen. Für mich wäre ein Punkt, vor allem im Hinblick aufs nächste Jahr auf die Ausstellung, okay, was will ich mit den Bildern sagen, was kann ich sagen. Zwischenzeitlich war es so, Sam, vielleicht auch, wenn ein Tier vor mir hängt, so eine Scheiße, da kommt eigentlich gar nichts aus, von dem, was ich haben will. Die letzten Tage ist noch wieder gut geworden, weil einfach auch Momente zusammengepasst haben, wo wirklich, wo sie bei einem Sonnenuntergang relativ weit oben waren, wo Emotionen dazugekommen sind.
Von Bormio geht es für den Tross in Richtung Stilfserjoch. Der Abschluss des Alpfront-Trails naht. Von der Abzweigung zum Umbrailpass sind es nur noch wenige Kilometer bis zur 2757 Meter hochgelegenen Passhöhe. Diese letzten Meter bewältigen Athleten und Veranstalter gemeinsam zu Fuß. Als kleines Zeichen des Zusammenhalts, des Friedens und der Einheit. Jeder Meter in die Nähe des Ziels wird genüsslich ausgekostet. Wir kommen! Haben wir es geschafft nach 8 Tagen? Die Reise ist vorbei. Die Schweiz war schon immer neutral. Hier endet unsere erste Weltkriegsgrenze. Und ich glaube, das war für alle eine richtig tolle Erfahrung. Wir haben viel erlebt, viele interessante Geschichten gehört. Aber jetzt sind wir froh, dass wir da sind. Ich bin unglaublich begeistert und freue mich, dass alles so glatt gelaufen ist. Keiner verletzt, jeder hat seinen Spaß gehabt. Und ich glaube, jeder kann viel mitnehmen und sieht viele Dinge jetzt auch anders. Und schätzt auch die Dinge, den Luxus, den wir jetzt leben, die Freiheit, die wir jetzt haben, nochmal ganz anders. Weil wir einfach jeden Tag irgendwo bildlich gesehen haben, dass es nicht immer so war. Und dieser Staffelstab ist jetzt ja, über 850 Kilometer von Grado bis hierher in der Hand gereist. Und das ist schon toll, ja, dass man jetzt auch so ein Projekt irgendwo hier abschließt. Und wenn ich zurückschaue, Wahnsinn. Also im Schatten von Ortler, gigantisch. Nono! Ich habe schon dazugelernt, das ist natürlich ein Punkt da und da ist, glaube ich, was sich nach allem wieder und tiefer einprägt, dass eigentlich die Leute den Krieg überhaupt nicht gewählt haben. Dass die Leute in Umfang an der Front nicht gegeneinander gekämpft haben, sondern einfach in die Luft, ins Wasser geschossen und in Grado, weil sie einfach gesagt haben, wir sind Freunde, wir kennen uns, wieso sollen wir uns jetzt nicht bekriegen? Hat man wirklich von Anfang, von ersten Tag bis jetzt heute auch wieder und im Bormio einfach durchgekehrt, dass es einfach so war. Glaube ich, gibt mir schon einen Einblick, wo du sagst, okay, warum noch? Weil es gewisse Leute ganz vorne an der Spitze vielleicht wählen. Die Leute wie du und ich, sie wollten den Krieg nicht. Den Luxus, die Freiheit schätzen, die wir heute genießen. Es sind dies die vielleicht wichtigsten Lehren nach 850 Kilometern Laufstrecke mit 55.000 Höhenmetern entlang der ehemaligen Frontlinie.